Willst du froh und glücklich leben? Lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab? Lehne jedes Amt gleich ab. Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen, wie viel Ärger musst du tragen? Gibst viel Geld aus, opferst Zeit. Und der Lohn? Undankbarkeit. Ohne Amt lebst du so friedlich und so ruhig und gemütlich. Du sparst Kraft und Geld und Zeit, wirst geachtet weit und breit. Drum rat ich dir im Treuen, willst du Weib und Kind erfreuen, soll dein Kopf dir nicht mehr brummen, lass das Amt doch andern dummen. Ja, meine Damen und Herren, ganz schön frech, dieses Zitat von Wilhelm Busch über das Ehrenamt vorgetragen von Dietmar Fulde. Dietmar Fulde übrigens ein früherer Mitarbeiter des Landratsamtes in Lörrach und übrigens selbst ehrenamtlich engagiert als Regisseur oder auch als Schauspieler der Burgfestspiele Rötteln. Also Sie sehen schon, ganz so ernst ist es nicht gemeint, denn wenn es so arg wäre mit dem Ehrenamt, dann würden sich nicht so unzählige Menschen im Landkreis Lörrach so verdienstvoll engagieren. Und genau das soll ja gewürdigt werden mit diesem Tag des bürgerschaftlichen Engagements, der auch dieses Jahr ein bisschen anders ist, wie ja fast alles in diesem Jahr, als in den Vorjahren. Denn wir können uns jetzt nicht alle zusammen im Landratsamt in Lörrach treffen, sondern Sie sehen es jetzt im Netz, haben aber die Möglichkeit, das noch zu anderen Zeitpunkten nochmal neu abzurufen. Eines bleibt gleich wie in der Vergangenheit. Die Begrüßung und den Anfang macht die Landrätin des Landkreises Lörrach, Marion Dammann. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Engagierte und liebe Gäste. Der Tag unseres Ehrenamts Matthias Zeller hat es vorweggenommen. In diesem außergewöhnlichen Jahr ist vieles anders. So auch unser Tag des Ehrenamts, das erste Mal virtuell. Und das, obwohl wir jetzt heute schon das 16. Mal zusammenkommen, um Ehrenamt zu würdigen. Ich begrüße Sie jedenfalls sehr herzlich auch auf diese Art und Weise und hoffe sehr, dass sich viele einschalten und auch das Ehrenamt würdigen. Den Tag des bürgerschaftlichen Engagements gibt es im Landkreis, weil wir einfach mal Dankeschön sagen wollen. Dankeschön an alle ehrenamtlich Engagierten und Anerkennung, dass sie sich bereit erklären, für andere etwas zu tun. Und das lohnt sich in den Fokus zu rücken. Wir wollen, dass Sie wahrgenommen werden, Sie, die ehrenamtlich Tätigen. Und wenn wir jetzt auch nicht persönlich zusammenkommen, so wollten wir diesen Tag nicht ausfallen lassen. Und dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe. Einen, auch in diesem Jahr haben sich zahllose Freiwillige wieder eingesetzt, haben Unglaubliches geleistet, ohne dafür bezahlt zu werden. Und das macht unsere lebendige Gesellschaft aus. Unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt, auch hier im Landkreis, wäre für mich nicht denkbar. Zum anderen finde ich aber gerade die Krisenzeit, die Pandemiezeit, ist eine Phase, wo sich die Qualität und der Wert des Ehrenamts besonders zeigt. Ehrenamt ist gelebte Solidarität, ist etwas, sich engagieren fürs Gemeinwohl ohne Gegenleistung. Und was ist das Schöne daran? Alle profitieren. Der ehrenamtlich Tätige selbst profitiert durch Dank, Anerkennung, neue Erfahrungen, vielleicht auch neue Freunde. Und derjenige, der unterstützt wird, profitiert von der Leistung, die er erhält. Das Motto unserer diesjährigen Veranstaltung ist ja Ehrenamt gewinnt. Und ich finde, gerade dieses Motto ist mit diesen zwei Argumenten besonders gut getroffen. Wir haben Initiativen gesucht, die beispielgebend sind und deswegen eben gewürdigt werden soll. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich von der Steuerungsgruppe, in der sich Vertreterinnen und Vertreter des Kreistages, der Landkreisverwaltung, aber auch aus dem Ehrenamt engagieren. Sechs Initiativen, die wir heute
sehen werden, haben sich auf ganz außergewöhnliche Weise engagiert. Und zwar haben sie sich engagiert, andere zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu gewinnen und vor allen Dingen junge Menschen an das Ehrenamt heranzuführen. Wir werden jetzt in drei Blöcken jeweils zwei Initiativen hintereinander vorstellen. Und ich selber bin jedes Jahr wahnsinnig gespannt, Sie, die Initiatoren von solchen Initiativen, kennenzulernen und vor allen Dingen das kennenzulernen, was Sie für uns tun. Ich kann jetzt schon an alle sechs Gruppen sagen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es ist toll, dass Sie sich auch darauf eingelassen haben, im Rahmen von Videos sich vorzustellen, bestimmt auch für Sie noch außergewöhnlich. Und uns allen wünsche ich jetzt viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der ersten Ehrung von zwei Gruppen unter der Überschrift Gesundheit. Die erste Gruppe gehört zu den Jusos in Lörrach. Und zwar haben die in Corona-Zeiten, von denen war ja schon die Rede, eine Initiative gegründet, die man als Nachbarschaftshilfe bezeichnen kann. Denn natürlich geht es in dieser Situation alten und kranken Menschen besonders schlecht, auch wenn es zum Beispiel um Einkäufe für den täglichen Bedarf geht. Und da helfen die Jusos jetzt mit. Das heißt, die Einkäufe werden besorgt, die schwere Sprudelkiste wird bis in die Wohnung getragen. Und auch in dem zweiten Teil der nächsten Ehrung geht es um junge Leute. Die Initiative heißt Jung und Krebs und ist in Rheinfelden zu Hause. Wie es der Name schon andeutet, geht es hier um Krebskranke, die sich treffen zum Austausch, die gemeinsam Spaß haben, viele Dinge gemeinsam unternehmen, aber auch einen Treff für Angehörige von Krebskranken gegründet haben. Und sie machen in einem flotten Video uns allen Mut, dass Krebs kein Tabuthema sein darf. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt. Moment mal, so nicht. In den folgenden 2 Minuten zeigen wir euch, wie es richtig geht. Nicht wir, wer denn sonst? Ich möchte mich ganz herzlich stellvertretend für die Jusos Lörrach für die Würdigung des Bürgerengagementpreises 2020 des Landkreises Lörrach bedanken. Auch ein Dank geht an alle, die uns solidarisch in der Krise beigestanden haben. Auch bei allen anderen Jugendparteien, die uns tatkräftig unterstützt haben, zum Beispiel bei der Organisation. Auch bei allen, die in der WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaftshilfe aktiv waren und Einkäufe, Spaziergänge, Botengänge erledigt haben. Nichts hat 2020 so geprägt wie die Corona-Pandemie. Deswegen ist es vielleicht logische Konsequenz, mit dem Projekt anzufangen, das nämlich ehrenamtliche Hilfsangebote macht. Denn das ist gerade in der Krise wichtig. Wir haben das in der ersten Corona-Welle gesehen und sind jetzt wieder mittendrin.
Es freut mich insofern, dass die Jusos Lörrach die von Ihnen ins Leben gerufene Nachbarschaftshilfe angemeldet haben und wir sie würdigen können. Die Jusos hatten schon im Frühjahr ein Helfernetzwerk initiiert, über das Besorgungen für Personen aus sogenannten Risikogruppen organisiert wurde. Gemeinsam mit den Mitgliedern anderer Jugendparteien und vielen weiteren Freiwilligen konnten so Menschen unkompliziert geholfen werden. Über 100 Personen haben sich engagiert und im Netzwerk mitgeholfen. Außerdem wurden bei einer Spendenaktion Waren im Wert von über 1000 Euro an Tafeln gespendet. Ich glaube, Sie können nachvollziehen, dass der Landkreis dieses Projekt der Nachbarschaftshilfe der Jusos Lörrach für ihren vorbildlichen Einsatz würdigt und stellvertretend natürlich alle Initiativen, die in dieser Phase der Pandemie Nachbarn, Risikopatienten, Menschen in Quarantäne unterstützt haben und hoffentlich auch weiterhin unterstützen. Wir brauchen Sie. Ein herzliches Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Dilek, ich bin die Leitung vom Team Jungenkrebs in Rheinfelden und das sind wir. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Carsten und ich habe Krebs. Hallo Carsten! Nein, so läuft das bei uns nicht ab. Wir sind junge Menschen mit und nach Krebs. Und wir möchten dich ermutigen, darüber zu reden, zu schimpfen, zu weinen, zu lachen. Vielleicht empfindest du es als Schwäche, über deine Probleme zu sprechen, was dich beschäftigt oder traurig macht. Das ist es nicht. Es ist unsere Stärke, dass wir uns mit unserer Krankheit, sagen wir mal Herausforderung, beschäftigen. Glaube uns, wir haben Ähnliches durchgemacht. Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen, Immuntherapie, Radiojodtherapie, Schmerzen, Übelkeit, Kotzen, Haarausfall, Katheter, Hort, Wut, Trauer und Tränen, Enttäuschung, Einsamkeit, Ängste, große Angst, Todesangst. Weißt du, was wir aber noch erlebt haben? Hoffnung, Zuversicht, Spaß, Mut, Trotz, Lachanfälle, Dankbarkeit, Lebenswillen, Sarkasmus, Lebensfreude, Freundschaft, Nähe. Wir treffen uns regelmäßig, gehen was trinken, machen coole Aktionen, Projekte, Partys, halten und begleiten einander. Komm doch mal vorbei. Schwere Zeiten lassen sich einfacher überwinden. Mit Menschen, die verstehen, was auch du durchgemacht hast. Denn geteiltes Leid ist doppelte Freude. Jeder positive Gedanke ist ein Schritt weg vom Kranksein. Hin zum Leben. Wen wundert's, dass gerade das Thema Gesundheit im Jahr 2020 in den Fokus gestellt wurde? Viel haben wir diskutiert über den Gesundheitsschutz. Wie unterschiedlich Menschen reagieren, wenn sie gesundheitsgefährdet sind, durften wir in diesem Jahr erleben. Die Gruppe Jung und Krebs Rheinfelden kennt dieses Thema und deshalb unterstützen sie sich gegenseitig, junge, erkrankte und genesene Menschen und nehmen auch anderen die Angst, indem sie über ein vermeintliches Tabuthema Krebs sprechen, aufklären und informieren. Bei Vorträgen und Besuchen an Schulen,
den Volkshochschulen, Gesundheitsforen und anderen Anlässen tragen Sie so dazu bei, dass Krebs kein Tabu mehr ist. Und Sie können sich sicher überzeugen, dass Sie das mit viel Freude und Leidenschaft machen. Deswegen würdigt der Landkreis auch dieses Engagement von Jung und Krebs Rheinfelden, das erkrankte Angehörige und alle auf außergewöhnliche Weise anspricht, sensibilisiert und Mut macht oder auch mal auffängt. Vielen Dank für Ihren wertvollen Einsatz und Ihre Arbeit, die so wichtig ist für die Menschen im Namen des Landkreises. Meine Damen und Herren, und wenn Sie selbst eine Selbsthilfegruppe suchen oder sogar eine gründen möchten, dann empfehle ich Ihnen KISS, nämlich die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Kreis Lörrach. Ding. Das Feueropfer muss brennen, bevor die Sonne untergeht. Sonst droht uns die ewige Finsternis. Soll vielleicht der Iva helfen? Der macht es mit links. Sei doch schöner. Mit diesem Pfeil entzünde ich Olaf, Sohn von Torge, die Sonne Nord. Selbst der Stärkste schafft es manchmal nicht allein. KISS, die Selbsthilfe-Kontaktstelle Lörrach. Auf lörrach-landkreis.de/KISS findest du rund 100 regionale Selbsthilfegruppen. Hallo, ich bin der Olaf. Wir kommen jetzt zur zweiten Gruppe, die geehrt wird unter der Überschrift Weitersagen. Es gibt Dinge, die kann man sich auch mit Geld nicht kaufen, zum Beispiel Zeit. Denn Zeit, die muss man sich nehmen oder die kann man geben. Und vom Geben und Nehmen von Zeit oder von Arbeitsstunden, da lebt die Idee der Zeitbank Lörrach. Und in eine ganz andere Zeit begeben sich die Mitglieder des Röttelnbundes in Lörrach, wenn sie sich engagieren, nämlich auf der Burg Rötteln. Und wie könnte man besser etwas tun für das Kulturgut der Stadt und der Region, als wenn man junge Menschen dafür begeistert? Mein Name ist Gabi Vöcklin und ich bin die erste Vorsitzende des Vereins Zeitbank Plus Lörrach. Das Modell Zeitbank steht für gegenseitige Unterstützung, fürs Helfen und für Gemeinschaft. In der Zwischenzeit gibt es in Deutschland schon 17 Vereine als Zukunftsmodell von der Zukunftsakademie Spes. Junge und ältere Menschen helfen sich ehrenamtlich mit ihren Talenten und Fähigkeiten. Deine ehrenamtliche Hilfe wird nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Zeitguthaben. Mit diesem Zeitguthaben kannst du dir im Verein, so wie du es brauchst, Unterstützung holen. Die Zeit des einen zählt genauso viel wie die Zeit des anderen. Egal, ob du eine Klavierstunde gibst oder spazieren gehst oder bei der Gartenarbeit hilfst. Die Zeit, die du einsetzt, um jemanden zu unterstützen, bekommst du in vollem Umfang auch wieder zurück. Ob Hilfe beim Umzug oder beim Bedienen des Laptop oder Smartphones, alleine macht es halb so viel Spaß. Wir geben uns gegenseitig etwas von unserer Zeit und unseren Talenten und erleben dabei Freude und Gemeinschaft. Es ist einfach schön und auch beruhigend zu wissen, wenn ich Unterstützung brauche, kann ich auf ein großes ehrenamtliches Netzwerk zurückgreifen, die mir helfen. Und es ist schön, wenn wir etwas zusammen unternehmen können. Radfahren, Spieleabende, Kinobesuche, wir kochen zusammen und essen dann auch zusammen. Du magst Menschen und gibst gerne etwas von deiner Zeit und deinen Talenten weiter? Und vielleicht brauchst du ab und zu auch Unterstützung für dich selbst? Dann komm zu uns. Wir freuen uns auf dich. Herr Zeller hat schon gut in das Thema eingeführt. Das Schlagwort lautet jetzt Weitersagen. Frau Vögtling hat im Video das Konzept Zeitbank vorgestellt. Und das ist nicht etwa nur hier im Landkreis, sondern dieses Konzept hat sich deutschlandweit herumgesprochen. Manchmal braucht es eben keine Hochglanzkampagnen, sondern einfach Ärmel hochkrempeln und los. Und dann macht den Rest die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Der Verein Zeitbank plus Lörrach ist ein Beispiel dafür, wie vielfältig Engagement sein kann und dass vor allem jede und jeder sich mit ihren oder seinen Fähigkeiten einbringen kann. Menschen helfen sich gegenseitig, können ihre Begabungen einsetzen und, ganz wichtig, begegnen sich auf Augenhöhe. In 5 Jahren haben sich deshalb fast 150 Menschen im Verein für die Mitarbeit gemeldet. Ich finde, das zeigt nicht nur die Begeisterung für das Ehrenamt, sondern es zeigt auch ein Bedürfnis, sich mit Zeit einbringen, auch Zeit geben lassen. Eine wundervolle Idee. Deswegen würde ich der Landkreis den Verein Zeitbank plus Lörrach für sein Konzept, das seit 2015 mit einem integrativen und unkomplizierten Ansatz fortlaufend Menschen überzeugt, ihre Talente einzusetzen. In Pandemiezeiten ist es natürlich schwierig, die persönlichen Kontakte weiter zu pflegen, wie wir das gewohnt sind. Aber das Netzwerk der gegenseitigen Hilfe besteht fort. Herzlichen Dank dafür. Hallo, mein Name ist Uwe Gippel, ich bin der Vorsitzende des Rottenbund e.V. Hagen. Wir sind eine der ältesten Bürger- oder Burgeninitiativen, welche bereits im Jahre 1926 gegründet wurde, um die seit dem Jahre 1678 zerstörte Burg Grünröttl zu erhalten, als Kulturgut, als Wahrzeichen unserer Gegend. Es freut uns, dass wir dieses Jahr im Rahmen des Tag des Bürgerengagements 2020 gewürdigt werden. Der Röttlbund besitzt eine kleine, aber feine Arbeitsgruppe, die einen gewissen Prozentsatz an Jugendlichen beinhaltet, denen wir die Möglichkeit geben, in die Thematik der Erhaltung eines denkmalgeschützten Objektes sich einzuarbeiten. Hallo, ich bin der Robin, bin mittlerweile 24 Jahre jung, bin damals mit knappe 16, 17 Jahren in der Röttlbund e.V. Hagen beigetreten. Bin durch Freunde hier hochgekommen. Mir macht die Arbeit hier morgens viel Spaß. Kann nämlich draußen sein, an der frischen Luft. Draußen schaffen, handwerklich, genauso wie mit dem Kopf. Das heißt, man muss immer wieder überlegen, wie man welche Arbeitsschritte macht und wie man die angeht. Genauso aber auch hier drin im Betriebsgebäude bei unserer Schreinerei. Der mal über die Schulter wieder schauen, was die alles leisten. Das ist wunderbar. Und seit der letzten stattgefundenen Mitgliederversammlung vor Corona wurde ich noch gewählt zum Arbeitsgruppenleiter. Ich bin Niklas, bin früher mit 4 schon hier gewesen, seit 9 Jahren jetzt mit meinem Vater, mit meinem Onkel und mit meinem Opa. Also eigentlich ganz Familie hier. Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich, vor allem Maurern und in der Schreinerei zu arbeiten macht mir sehr viel Spaß, weil es auch sehr oft herausfordernd ist und man sich oft Sachen zusammensuchen muss. Weil man will natürlich auch, dass es so best wie möglich passt und dass es auch gut in der Optik drin ist, aber vor allem auch gut verarbeitet ist. Das ist sozusagen eigentlich der Grund, warum ich hier auf der Burg bin, weil das Team einfach entspannt ist. Man kann mit denen sich sehr gut unterhalten und auch durch dick und dünn gehen und vor allem der Spaß bei der ganzen Sache. Ich bin Fabian, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren Mitglied in der Arbeitsgruppe und wie ich hierher gekommen bin, durch meine Mom bzw. durch Bekannte, da wurde eben davon erzählt, dass es das hier oben gibt und das hat mich interessiert. Und dann bin ich eben einfach mal hergekommen und seitdem bin ich jetzt regelmäßig hier oben. Ich bin der Kevin, ich bin jetzt seit 2 Jahren hier Mitglied im Röttlbund. Mir gefallen hier überwiegend eigentlich die Tätigkeiten, die mir grundlegend machen. Das heißt von Mülltour angefangen über Rasenmähen, im Herbst sehr viel Laub beseitigen, aber auch Kletterarbeiten, die wir wirklich mit dem Seil an den Türmen oder an großen Wänden machen, um dort das Unkraut zu entfernen. Wir machen hier Maurerarbeiten, also ein sehr breites Spektrum haben wir hier oben. Ein sehr breites Spektrum haben wir eigentlich auch bei unserem Team. Wir haben sehr junge Leute, etwas ältere Leute. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Berufsfeldern, was es sehr interessant macht, mit den Leuten zu arbeiten. Jeder weiß irgendwo etwas, jeder kann von jedem lernen. Und das ist eigentlich das, was mir am Röttlbund am meisten Spaß macht, dass es halt sehr viele verschiedene Tätigkeiten sind. Hallo, ich bin der Justin, ich bin seit einem Jahr hier oben auf der Burg.
bin durch den Kevin Eckert hier hochgekommen. Ich helfe in der Schreinerei mit. Dort tun wir alles erledigen, was so an Holz hier oben im anfällt. Und das macht sehr großen Spaß. Hallo zusammen. Mein Name ist Jacqueline Gimpel. Und meiner ist Matthias Kaltenbach. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr auf der Burg Brünereuthen tätig und quasi hier oben aufgewachsen. Ich habe Jugendarbeit gemacht, war 21 Jahre der Arbeitsgruppenleiter und habe die Jugend betreut und heute bin ich der zweite Vorsitzende. Ich bin auf der Burg Brünereuthen aufgewachsen und bin seit 28 Jahren im Röttelnbund. Gemeinsam sind wir 22.950 Tage auf Röttelnbund tätig. Wir finden, wir sind das beste Beispiel für Jugendarbeit auf der Burg Röttelnbund. Genau. Genau. Auch dieses Video zeigt, wie vielfältig Ehrenamt sein kann. Mir ist die Aussage hängen geblieben, jeder weiß irgendwo etwas, jeder kann von jedem lernen. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dieser Satz? Wenn auch die Arbeitsgruppe des Röttelnbundes nicht ganz so viele Mitglieder hat, so werden doch Ihre Tätigkeiten für unzählige Menschen nicht nur im Landkreis, sondern über die Grenzen hinaus sichtbar. Denn mit Ihren unterschiedlichen Berufen und Ihrem unterschiedlichen Alter bringen Sie sich gemeinschaftlich ein für den Erhalt unseres Wahrzeichens im Landkreis Lörrach, der Burg Rötteln. Der Röttelnbund existiert, wie Herr Gimpel schon ausgeführt hat, seit 1926 und kümmert sich seither um den Erhalt unserer Burg. Genauso kontinuierlich ist die Nachwuchsarbeit im Fokus des Röttelnbundes. Immer wieder haben sich junge Menschen dafür begeistert, uns allen viel Freude zu machen. Oft haben sie die direkte Ansprache genommen und gesucht und die persönlichen Kontakte genutzt, um neue Mitarbeitende für die Arbeitsgruppe zu gewinnen. Und so sind immer junge Menschen erhalten geblieben und haben wiederum anderen eingelernt. Ich finde es hervorragend, wie junge Menschen mit Älteren zusammen arbeiten und Verantwortung übernehmen. Und insofern würdigt der Landkreis auch dieses Projekt sehr herzlich. Nachhaltige Nachwuchsarbeit mit dieser ehrenamtlich agierenden Arbeitsgruppe des Röttelnbundes. Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie so wirken und unser Wahrzeichen, die Burg Rötteln, erhalten und damit weit über die Grenzen der Stadt Lörrach, des Landkreises Lörrach hinauswirken. Dankeschön. Wir kommen zur dritten und letzten Gruppe unter der Überschrift Neue Formen des Engagements. Wenn wir ganz nach oben schauen in den Landkreis Lörrach, dann landen wir irgendwann mal, sagen wir mal zum Beispiel in Tottnauberg. Und was gibt es da Schöneres, als wenn man ein Schwimmbad hat und dann nebendran sogar noch einen Kinderspielplatz? Ich bin selbst schon in dem Bad gewesen und ich kann nur sagen, es ist charmant, es ist familiär und eine willkommene Abkühlung natürlich gerade im Sommer auf rund 1000 Metern Höhe im Schwarzwald. Und das Ganze gibt es nur, weil es einen fleißigen Förderverein gibt. Und wir bleiben bei Ferienstimmung, auch bei der danach zu ehrenden Gruppe, denn die ist in Steinen zu Hause und die sorgt dafür, dass Kinder zu Hause Ferien machen können, Urlaub machen können, Spaß haben. Und wie wichtig das ist, das haben wir spätestens in diesem Corona-Sommer natürlich erfahren. Es geht um die AB-Gemeinde in Steinen, die sich am christlichen Augsburger Bekenntnis orientiert und schon seit Jahren einen Kinderferienclub bietet. Herzlich willkommen beim Förderverein zur Förderung und Pflege des Schwimmsports in Tottnauberg e.V. Wir betreiben ehrenamtlich zusammen mit der Tottnauberger Bad UG unser Freibad. Wir werden von über 400 Mitgliedern unterstützt, sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch. Im Anhang sehen Sie unser neuestes Projekt, der öffentliche Spielplatz. Unsere Jugendlichen unterstützen uns seit Jahren in den Bereichen Neubau, Instandhaltung, Pflege des Volleyballplatzes und als Rettungsschwimmer. Einige von ihnen stellen sich jetzt und ihre Arbeit kurz vor.
Ich bin Felix, bin 13 Jahre alt und engagiere mich im Schwimmbad hauptsächlich vor und nach der Saison, wenn es darum geht, Becken putzen, Becken wieder winterfest machen, Hecken schneiden, das Ganze. Hallo, mein Name ist Pirmin Formanski, ich bin 30 Jahre alt, ich komme selber aus Tottenauberg und mir liegt das Schwimmbad sehr am Herzen, deswegen engagiere ich mich als Rettungsschwimmer hier seit 5 Jahren und dieses Schwimmbad bietet ein großes Stück Lebensqualität für Tottenauberg. Mein Name ist Philipp Schneider, ich bin 20 Jahre alt und ich bin hier im Schwimmbadverein der Greenkeeper. Ich engagiere mich gern im Schwimmbadverein, weil mir das Schwimmbad sehr am Herzen liegt. Vielen Dank! Unter dem Motto Ehrenamt gewinnt, danken wir allen unseren Helfern und Mitgliedern. Auch das Projekt des Tottenauberger Bades zeigt, wie Jüngere und Ältere gemeinsam etwas schaffen können. Wie man im Video sehen konnte, werden auch hier für verschiedene Aufgaben verschiedene Fähigkeiten der Menschen eingebracht. Und wer sich einbringt, trägt dazu bei, dass wir alle etwas davon haben. Besonders am Förderverein des Berger Bades ist erkennbar, dass Jugendlichen im Rahmen von Projekten ihre eigenen Ideen einbringen und vor allen Dingen auch umsetzen können. So wurde das Volleyballfeld beleuchtet. Die Jugendlichen konnten bei der Materialbeschaffung mitwirken, organisierten sich selbst, haben die Arbeiten begleitet und setzten einen Großteil des Projekts in Eigenregie um. Das finde ich besonders hervorzuheben. Der Landkreis würdigt insofern die ehrenamtliche Tätigkeit des Fördervereins zur Förderung und Pflege des Schwimmsports in Tottenauberg und dankt, dass dieses der Allgemeinheit zugutekommt. Der Förderverein achtet insbesondere auf projektbezogene Arbeit der jungen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, woran junge Menschen auch Spaß haben, dass sie selber etwas bewirken können und Verantwortung übernehmen können. Auch hierzu einen herzlichen Glückwunsch.
Wer unseren Tag des bürgerlichen Engagements regelmäßig verfolgt, hat vielleicht KFC wiedererkannt. Der Kinderferienclub der AB-Gemeinde Steinen wurde schon im letzten Jahr gewürdigt. Wir finden, das Motto in diesem Jahr, Ehrenamt gewinnt, fast noch besser. Warum? Im vergangenen Jahr wurde der KFC dafür gewürdigt, dass er Kinder in Bewegung bringt. In diesem Jahr stehen die Mitarbeitenden und Kinder im Fokus. Beim KFC, den es bereits seit 1979 gibt, steht die Nachwuchsgewinnung hoch im Kurs. Insofern ist es ähnlich wie bei dem vorher vorgestellten Projekt. Rund 80 Freiwillige ab 14 Jahren engagieren sich und lernen während der Kinderferienwoche mit Kindern umzugehen und vor allen Dingen ein vielfältiges Bundesprogramm anzubieten. Praktisch heißt es, auch hier Verantwortung im Ehrenamt übernehmen. Im Vorfeld werden die jungen Leute geschult, gestalten das Programm mit und bekommen wirklich eigene Verantwortung für Teilbereiche. Und was das Hervorragende ist, wer als Kind Gefallen am Kinderferienclub gewinnt, der wird sicherlich gerne auch später in Verantwortung gehen. Dafür ist man nie zu alt. Ich denke, auch diese Initiative ist bemerkenswert und man kann sagen, sehr durchdacht und strukturiert über Jahre hinweg werden junge Menschen hier an das Ehrenamt herangeführt. Dafür würdigt der Landkreis den KFC und bedankt sich auch in diesem Jahr sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei dieser Tätigkeit und bedanke mich dafür. Wie ging es Ihnen bei der Vorstellung unserer 6 Initiativen unter dem Motto Ehrenamt gewinnt? Ich bin jedes Jahr begeistert von der Vielfältigkeit dieser Initiativen und für die außergewöhnliche Ansprache in diesem Fall neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu gewinnen oder eben junge Menschen erfolgreich an das Ehrenamt heranzuführen. Ich kann nur noch mal sagen an alle, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch. Heute Abend hat sich wieder mal gezeigt, wie wertvoll und vielfältig unser Ehrenamt ist. Egal ob im Sozialbereich, bei Hilfs- und Blaulichtorganisationen, Politik, Sport, Umwelt, Flüchtlingsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit oder zur Unterstützung von Nachbarn. Ich glaube, die Bereiche sind so bunt und vielfältig, wie diejenigen, die sich engagieren. Jede und jeder kann sich einbringen und gerade jetzt während der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wertvoll unser Ehrenamt ist. Deswegen nochmals ganz, ganz herzliches Dankeschön an die heute vorgestellten Initiativen, aber auch alle anderen, die im Landkreis Lörrach beitragen, das Ehrenamt zu stärken und Hilfe am Nächsten leisten. Sie machen unsere Gesellschaft lebendig und liebenswert. Und ich hoffe, dass sich auch heute wieder viele Menschen inspirieren lassen, sich auch zu engagieren. Entweder in schon bestehenden Gruppen oder mit neuen eigenen Ideen, mit einer eigenen Initiative. Bevor ich nun das letzte Mal an unseren Moderator Herrn Zeller gebe, möchte ich mich bei Herrn Zeller natürlich bedanken, aber schon darauf hinweisen, dass im nächsten Frühjahr wieder unter einem neuen Motto der Tag des bürgerschaftlichen Engagements eine Projektmittelförderung ausschreibt. Dazu bezuschusst der Landkreis neue ehrenamtliche Projekte mit bis zu 1.000 Euro. Ehrenamtliche Initiativen können sich im Ausschreibungszeitraum bewerben. Und wie man sieht, manchmal hat man sogar zweimal Glück. Verfolgen Sie also im März und April die Informationskanäle des Landkreises. Wir werden es sicherlich auf unserer Homepage haben oder auch bei Facebook und auch natürlich auch in den Tageszeitungen. Nun bleibt mir noch der Dank an Sie, die uns zugeschaut haben. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein kurzweiliges Programm bieten können in diesem Jahr, in diesem für uns alle noch sehr ungewohnten Format und übergebe nun mit einem herzlichen Dankeschön an Herrn Zeller die Moderation zurück. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin so viel Mut, Freude, Kreativität am Engagieren für andere. Alles Gute. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dammann.
Und meine Damen und Herren, Ihnen allen vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihr großes Engagement. Und wenn Sie Informationen suchen für den Landkreis Lörrach, wenn es ums Thema Ehrenamt geht, dann finden Sie das auf Facebook oder auch auf der Internetseite des Landkreises Lörrach. Das letzte Wort hat jetzt aber Dietmar Fulde mit einem Zitat von Albert Schweitzer. Schafft euch ein Nebenamt. Ein unscheinbares, vielleicht ein geheimes Nebenamt. Macht die Augen auf und sucht, wo ein Mensch oder ein gutes Werk ein bisschen Zeit, ein bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Arbeit eines Menschen braucht. Vielleicht ist es ein Einsamer oder ein Verbitterter oder ein Kranker oder ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. Vielleicht ist es ein Greis oder ein Kind. Oder ein gutes Werk braucht Freiwillige, die einen freien Abend spenden oder Gänge tun können. Wer kann die Verwendungen aller aufzählen, die das kostbare Betriebskapital, Mensch genannt, haben kann? An ihm fehlt es an allen Ecken und Enden. Darum sucht, ob sich nicht eine Anlage für Menschentum findet. Lass dich nicht abschrecken, wenn du warten oder experimentieren musst. Auch auf Enttäuschungen sei gefasst. Aber lass dir ein Nebenamt, in dem du dich als Mensch an Menschen ausgibst, nicht entgehen. Es ist dir eines bestimmt, wenn du es nur richtig willst.